So, Tag 12, wir haben umgebaut und wir sind noch ein paar Meter weitergezogen. So. Sigi und ich werden zusammen schlafen hier im Bereich. Sonny, ich hab unser Weihnachtsbaum für nächstes Jahr schon. Zum Glück hat sie ihren Weihnachtsbaum abgekappt. Haben wir mal gerade gesägt, wunderbar. Dann machen wir die Seite noch ein bisschen zu. Hier unten hat der Mirko aufgebaut. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Schauen uns die Sache an. Heute ist okay, Regen gemeldet eigentlich. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. So, jetzt hat der Mann sich gemütlich gemacht. Charlie, Achtung. So, wenigstens einer bewacht, der dich drüber hat. Alarmposten, Charlie. So, hier der Mirko, schauen wir mal, wie das wird. Die Leute, da gibt es erstmal Mittag. So, nehmt euch selber. Das hätte sogar noch ganz schön gekonnt, hier, wenn ich das sehe. Richtig Fettgriffen hier. Das aus, denke ich. Vielleicht kennt es ja jemand aus den Folgen vom Einzelkämpferlehrgang. Wenn man keinen Grillanzünder dabei hat, kann man auch Schuhcreme benutzen. Und halt jetzt hier ein Panzerkeks. Und wenn hier kein Wind gehen würde. Oh. Dann hat man hier eine schöne. Und schon geht's wieder los, wir kochen, weil wir machen ja sonst nicht anders, außer Holz vielleicht. So, passt auf, jetzt gibt's lecker Ballatschinken. So, wir haben hier ein bisschen die Butter schon zerlaufen lassen. Der Mirko schlägt jetzt mal zwei Eier hier ein. Eins. Und zwei. Richtig. Jetzt nehmen wir unseren selber gebauten Quirl hier für die ganze Geschichte und quirlen das mal durch, Mirko. Ihr seht, es geht da jetzt an. Wollen wir mal probieren, ob das so funktioniert? Ist zu kurz. Ist zu kurz. So, aber der geht super hier. Leute, ihr seht, es geht super. So, jetzt brauchen wir eine Prise Salz. Das ist Zucker. Oder, ja, so. So. Augenmaß und Handgewicht sind die erste Bäckerpflicht. Mehl. Das ist auf jeden Fall der aufregendste Ballatschinken, den wir hier gegessen haben. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Mleko, also Milch. Regie, Milch! So, da brauchen wir. Da haben wir mit dem. Eine Viertel Liter. Wir haben Löffel nicht besser gekocht. So, jetzt lassen wir unseren Teig gleich erstmal mal 10 Minuten ruhen.
Denkt, dann ist die Feuerstelle bereit. Und dann seid ihr wieder dabei. So Leute, schauen wir mal, ob das was wird jetzt mit unserem Palatschinken. So, ihr seht, unser Palatschinken, wunderbar. Heute gibt es den mit Erdbeermango. So, mache ich jetzt gleich professionell, unprofessionell professionalisieren. So, das haben wir vielleicht ein bisschen zu lange schon gedrückt, aber muss ich sagen, wir sind ja hier auch im Gelände. Ha? So, wohl bekommt, sag ich, ein Chef. So, passt auf. Strauber wiegeln sollte man vielleicht. Da feines Abendbrotzeit. Oh, das schaut aber gut aus. Das schaut aber gut aus. Das ist mal Fleischeinlage, oder? Ordentlich. 9 Euro, denke ich. So, ihr Lieben, es geht in die zweite Nacht. Gefühlt ist es auf jeden Fall kälter. Aber Björn, aha, ist es dir kälter? Um 0,5 Grad kälter. Wir haben jetzt 2 Grad und hier hinten haben wir sogar 3 Grad. Also eigentlich mollig warm. Schauen wir mal. Ihr wisst es. Ich zoome mich vielleicht gleich nochmal. Bis dahin gehen wir mal rein in die Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Zweite Nacht überstanden. War wirklich eigentlich sehr gut, kann man nicht sagen. Hier geht es schon wieder rund am Platz der Gruppe. Es ist ein bisschen frischer geworden, ihr seht. Hier steht schon das Frühstück drauf. Was gibt es heute, Mirko? Gut, Kartoffeln, Ei, Wurst. Aha, so ist ähnlich wie das Bauernfrühstück. Vielleicht schneidet er ein bisschen Zwiebeln. Nein, gut, man weiß es nicht. Nein. Alles klar, wir werden es schmecken lassen. Vielleicht kriegt er noch ein paar Bilder vom Abbau, schauen wir mal. Ist es schon ein bisschen später, aber außer dem Hebel haben wir eh nicht viel zu bieten. Also bis dahin, mal gucken, wenn es ja anfängt zu brutzeln richtig. Oh nicht, keine jetzt draus.
So, liebes Publikum, das war's auch schon wieder. Eine spannende Folge Januar Biwak auf ca. 1100 Meter. 2 Tage haben wir hier zugebracht. Witterungen haben uns ein bisschen zu schaffen gemacht, aber wirklich nur ein bisschen. War eigentlich hier alles um den Nullpunkt, eigentlich mehr Plusgrade sogar. Ja, jetzt geht's nach Haus. Wir haben hier noch ein paar Meter vor uns durch den Wald. Und ich freue mich, wenn euch das Video gefällt. Lasst einen Daumen da, wer noch nicht abonniert hat, abonniert. Und in diesem Sinne, Klick auf und hau die Ehre!